Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter. Wir sind in Folge Nummer 22 von Shapes.io. Wir haben letztes Mal schon angefangen, eine neue Maschine zu machen, beziehungsweise für ein neues Bauteil zwei Maschinen. Einmal ein Trenner, der die Windmühle sozusagen hälftig abbaut. Die andere Hälfte wurde weggeschmissen, glaube ich, weil das waren Vierecke. Und dann haben wir diese ganze Geschichte hier mit zusammengefügt. Die kommen jetzt hier oben schon mal fertig an, die Windmühlen. Und da müssen wir jetzt gucken, dass wir da Farbe drauf kriegen. Und das machen wir in dieser Folge. Vielleicht kommen wir dann weiter mit dem zweiten Teil. Müssen wir dann mal gucken, ne? Ich würde sagen, bis gleich. So, das Ding musste pink werden, oder? Ja, müssen wir ein pinkes Teil rausmachen. Wir brauchen das ja zweimal, wie wir sehen. Ja, da müssen wir gucken. Aber wir müssen erstmal farblich das umbauen, dass das pink wird. Pink haben wir hier unten links. Das würde also rot und blau ergeben. Dafür muss ich diese Maschine hier haben, glaube. Die macht weiße. Und die muss aber größer sein, weil das Band hier hinter auch nicht voll ist. Das müssen wir auf jeden Fall dann optimieren. Das müsste auch hier schon optimiert werden. Ich glaube, wir machen das mal hier sofort. Da können wir auf jeden Fall einen Teil davor bauen, wenn nicht sogar zwei. Ich weiß nicht, ob das vom Platzangebot hinkommt. Wir werden das mal machen. Ist das so richtig? Ne, ich glaube, so muss es richtig sein, oder? So, Steuerung. C kostet uns 140, der Spaß. Wo muss das jetzt sein? So? Dann habe ich viel zu viel kopiert, oder? Aber ich habe so viel kopiert, weil ich da unten das Ding bauen muss. Das sieht jetzt irgendwie komisch aus. Irgendwas haben wir da jetzt falsch. Es läuft zwar noch, aber irgendwas ist hier falsch kopiert. Ah, ich sehe schon, da muss dieser Tunnel gebaut werden. Ist das so richtig? So. Und der Tunnel muss dahin. Nee, der kommt dahin. Und der kommt dann dahin. Nee, so nicht, so. So ist richtig, oder? Und da oben muss ich noch eine Verbindung setzen. Ja, das mit dem Kopieren hat wohl gerade nicht so geklappt. Habe ich wohl was falsch gemacht. Das hier ist jetzt auch zu weit weg. Ja, das war wohl irgendwie nix. Bauen wir das wieder so rein. Ich weiß nicht, wo mein Fehler beim Kopieren war. Ich mach's mal so. Steuerung C. Und baue es einfach mal so hin. Und muss das halt hier unten nochmal richtig machen. Und da muss man noch so ein Teil machen, was so aussieht wie dieses, glaube. Passt sogar schon, ne? So, auf jeden Fall ist das Band jetzt hier voll, wenn es denn voll ist, also wenn es denn so reicht. Ne, da kommen schon die Lücken, okay. Ist noch zu klein, müssen wir, wenn wir es gleich kopieren und woanders hinbauen, nochmal größer machen. Das heißt, ich mache das mal bis dahin so, ne? Steuerung C. So, jetzt brauchen wir noch Rot. Und Blau brauchen wir für diese Maschine. Rot sehe ich ja schon. Wo ist Blau? Blau ist da unten. Das kriege ich dann da weg. Und dann würde ich sagen, kopieren wir das einfach so rum, oder? So passt das. Ne, eine Markierung wollte ich nicht. Jetzt weiß ich aber, wie sie geht. So, das bedeutet, wir machen hier das hin und zwar da fünfmal einfach da rein.
Und jetzt müssen wir noch Blau dazu haben. Blau war hier unten. Ich hoffe, wir kriegen das Blau so hin, dass es klappt. Ja, ich denke mal schon, ne? Nimm den jetzt hier, drehe den richtig und den da so hin, bauen gerade da einen Tunnel hin und machen das Band da hoch. Blau läuft rein, das ist schon mal gut. Und Blau kommt dahin. Jetzt wollen wir hoffen, dass hier Pinke erscheinen. So sieht's aus. Sehr gut. So, das ist dann auch schon erledigt. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die Windmühle blau färben. Jetzt müssen wir so eine Malerrolle haben. Die muss ja auch hier nachkommen, oder? Da ist die Malerrolle. Oh, das ist aber groß. Das kann man bestimmt effektiver bauen, ne? Sollten wir auch. Also das ist ja ein langes Gerät, was man wahrscheinlich durch Drehen anders hinkriegt, oder? Ich bastel mal hier vorne vor. Oder? Kriegt man das doch nicht anders hin. Das ist verdammt lang, ne? Ich will es mal probieren, aber ich will es mal probieren. Wir nehmen erstmal die Rolle als Basis. Das kommt da reingelaufen. Okay, das ist hier, weil es. Ja, das passt aber auch schon so. Hier kommt die Farbe rein. Das bedeutet, ich müsste hier ein Tunnelsystem haben. Müsste hier so reinlaufen. Aber da oben müsste ich wiederum einen Teiler haben. Sieht nicht so aus, als ob das da praktikabel ist. Das machen wir mal weg. Und bau da mal den hin. Aber das wird wieder nicht funktionieren, weil die Länge fehlt. Weil wir hier ja so lang kommen. Wenn ich das jetzt so baue, wie ich das mir gerade vorstelle, müsste das so sein und das müsste so sein. Hier kommt das Bauteil rein, da kommt die Farbe rein. Ist das jetzt kleiner wie das? Nicht wirklich, glaube ich, oder? Also insgesamt gesehen ist es etwas kleiner, ja. Hier ist die Zuleitung, die dann aber auch noch mal gedreht da sein müsste. Ich könnte das so machen, dass ich da. Nee, macht so auch keinen Sinn, ne? Macht nur so Sinn. Der geht da lang. Nee. Der geht da lang. Mach die mal gerade weg. Und das wäre unser Bauteil. Und ich glaube, von der Größe her tut sich das nichts. Das können wir ja wieder wegreißen. Brauchen wir nicht. Versuch war es wert, das anders zu gestalten, aber ich glaube, die Größe wird auch bei der Maschine im Endeffekt genauso sein wie diese. Wir haben jetzt hier
Das kommt nochmal zurück, ja, das ist so. Das ist halt so, ne? Steuerung gedrückt halten und runterfahren. Und wir sind dann bis hier. Ja, ob der dann da so sein muss, ist die nächste Frage. Aber ich kopiere es jetzt einfach mal, weil ja, diese Seite ist vielleicht jetzt nicht so. 2000. So, der geht dann hier hoch. Wo kommen die Bauteile hoch? Da. Da kann ich sie auch hinbauen, gut. Müssen jetzt die Windmühlen, glaube ich, hier hin machen. Und die Farbe da, oder? Funktioniert das? Nein, es ist genau falsch rumgelaufen. Shit. Warte mal dann. Nee, da muss es weg. Ist das falsch gelaufen? Ja, da muss ich diese Teile wahrscheinlich gleich alle irgendwie wieder loswerden, ne? Ja, da habe ich Mist gebaut. Da haben wir jetzt einen richtigen Mist gebaut, ne? Ich glaube, das kann ich dann hier auch abreißen, weil das brauche ich dann auch nicht. So, das ist erstmal richtig. Tunnel muss von da nach da. Und Farbe muss von da nach da. So, wie kann man jetzt die Teile da löschen? Okay, ich brauche wenigstens nicht abreißen, ich kann sie so ersetzen. Und die laufen dann da schon mal rein. Das sieht erstmal gut aus. Da waren wir schon. So, Fließbänder sind schon mal fertig gemacht. Windräder hier. Okay, da kam das erste Teil schon mal fertig raus. Sehr gut. Jetzt kriegen wir das soweit hin. Hier kamen noch ein paar andere rein. Ja, mühselige Arbeit, ne? Wie wir sehen. Aber wer Fehler macht, muss auch korrigieren können. Ist das jetzt so fertig? Nein, hier fehlt es noch. Und da fehlt es auch noch. Und da auch noch mal. Wand läuft voll. Überall kommen die richtigen Windmühlen raus, ne? So, jetzt sind wir bis hier. Jetzt haben wir das erstmal. Jetzt ist das erste Bauteil fertig. Jetzt würde das bedeuten, wir ja, schließen vielleicht das einmal am Hub an. Wo ist der Hub? Da ist der Hub. Das können wir ja erstmal da, glaube ich, reinlaufen lassen, weil Windmühlen brauchen wir so oder so nicht, aber vielleicht kommen die ja mal irgendwann. Nee, kommen bestimmt nicht, ne, oder? Aber vorübergehend kann man die doch da reinlaufen lassen. Macht doch Sinn, oder? Ich weiß es nicht. Ich lasse es jetzt mal so und der Mordrak, der wird mir das beantworten, ob es Sinn macht, die erst reinzuschicken und dann mit den Kreisen weiterzuarbeiten und dann weiterzugucken. Warte mal, hier sind so viele Kreise, aber das Band ist nicht voll, oder? Nee, das Band ist sowieso nicht voll. Also können wir die da nicht noch wegklauen. Aber die Kreise sind ja schon mal hier und das Weiß ist auch hier irgendwo in der Nähe. Dann passt das ja schon mal, dass wir hier den Kreis auf jeden Fall, war doch ein Kreis, ne?
Ja, weißer Kreis, den kriegen wir als nächstes dann ganz schnell fertig gebaut. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.